Also, das war noch, sagen wir mal, recht harmlos. Ne? Oh, was ist das? Light Magic Stone. Okay. Nochmal was. Das wird doch noch spannend hier. Okay, dann haben wir sogar nochmal Kupfer. Wieso kriege ich jetzt auf einmal so verschiedene unterschiedliche Materialien rein? Bin verwundert. Nicht, dass ich böse bin, aber ich bin... Da ist nochmal Sharp Crystal. Jo. Kann man nicht meckern, hä? Guck mal, hier mal die obere Decke wieder mal weg. Vielleicht haut uns gleich die Lichtengine wieder hier Licht rein. Kann man ja nie wissen. Da oben ist schon wieder Zeug. Ja, es kommt was zusammen. Es kommt was zusammen. So, gleich mal wieder kurz mal ausruhen wegen der Ausdauer. Und mal so zwischendurch halt immer mal. So, dann hol mal her das Material, oder? Es geht da richtig tief rein, okay. Dann machen wir das Spiel mal mit hier. Denk dran, dass über dir eine Höhle ist. Nicht, dass du einen Durchbruch machst. Ja, so ist die, also die Decke jetzt ja auch nicht. Also ich kann hier ein richtiges Loch machen. Ist so, und ich komme da nicht an eine Höhle ran. Also ich habe schon hier und da mal so hochgebuddelt und ja. Und wenn, dann kommt halt ein Durchbruch, dann wird das Ding geflickt. Ne? Ist wie in Minecraft halt, ne? So, Zauberstab. Light Magic Crystal Stone. Gefunden. Danke sehr. Da hinten hätten wir nochmal sowas. The Marble. Gut. Was ist das da nochmal? Das war Earth Magic Stone. Patrick, also ich freue mich immer, wenn ich eine Höhle finde. Da gibt es viele Gegner zum Kloppen. Dann komm mal nach Berlin, da findest du doch ganz viele. Da musst du gar nicht tief buddeln. Da musst du nur nach Marzahn, Hellersdorf, Kreuzberg. Oh, da geht sowas. Oh, was haben wir denn da? Iron Maiden. Wenn ich an Iron denke, muss ich auch an das andere Spiel denken. You're on the comrade. Ja, okay. Das heißt, wir müssen wieder bauen. Bauen, 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 damit wir hier ein bisschen Zeug loswerden. Nehmen wir mal das hier. Craft Item. Craft them all. Ja, also wie gesagt, wenn ich an Iron denke und Iron Maiden denke oder beziehungsweise Metalle, dann generell muss ich an ein anderes Computerspiel denken oder beziehungsweise damals Arcade-Spiel, besser gesagt. Und zwar Metal Slug. Auch ein geiles Spiel. Berlin, ja, in ein anderes Land und dann noch so weit in den Norden hoch. Das wäre etwa weit, ja, etwas weit. Jo, so ist das. So, Crafting, Crafting, yeah, yeah, yeah. So, während er hier am Craften ist, kann ich schon mal was droppen. Und wir machen ja erstmal schon mal hier direkterweise weiter.
Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt wirklich gleich noch unseren Level zu. Nochmal Iron Maiden. Sehr schön. Und nochmal Iron. Sehr schön. Es sind wir sogar so schwer, dass ich nicht mehr weiterlaufen kann. diese Öfen, die hauen ein Gewicht weg. Das ist der Hammer. So, hier nochmal schön frei machen. Vielleicht haut die Licht-Engine uns wieder durch den Kerker hier. Man weiß ja nie. Der Weg aus dem Bikini-Bottom ist bestimmt weit. Genau. Vielleicht ist er ja auf Monkey Island, ne? Auf Melee Island vielleicht, ne? Man weiß das ja nicht. Ist ja auch ein paar Meter weit weg. Ein schönes Örtchen, da gibt's dreiköpfige Affen und so ein Zeug. Coole Nummer. Immer wieder was für die Touristen. So, wir haben wieder Material. Ja, Drop, thank you. Ist da die große Krabbe? Ja, da musst du mal hingehen, ne? Dann kannst du ja mal gucken, ob da die große Krabbe auf Millie Island ist. Ne? Ich sehe gerade, wir sind unheimlich schwer. Kommt das durch die Kristalle oder durch den Metall jetzt, was wir jetzt haben? Sind so unheimlich schwer. Geht ja fast gar nicht, das Gewicht hier. Ne? So ein bisschen mal gucken, ob wir hier noch was finden. Aber mit dem Durst ist diesmal nicht so schlimm. Was ist da los? Vielleicht, weil wir diesmal nicht immer bis zur Erschöpfung gekloppt haben. Das kann schon sein, dass ich diesmal ein bisschen mehr aufgepasst habe. Und dadurch verbraucht ihr dann halt weniger Flüssigkeit. Das kann natürlich auch sein, ne? So, bis dahin. Da haben wir nämlich gleich die nächste Note. Was wieder halt so aussieht wie Redstone, aber was halt kein Redstone ist. Das sieht aber trotzdem aus wie Redstone. Kann da sagen, was er wollt, liebe Leute. Das sieht aus wie Redstone aus diesem einen Texturpaket, dessen Name mir nicht einfällt. Es gab ein Texturpaket, da sah Redstone doch wirklich verdammt so ähnlich aus. Mann. Ich müsste eigentlich mal wieder so eine schöne Redstone-Schaltung machen. Mit Classic Minecraft. Sprich, wo man die ganzen Repeater selber noch bauen musste. Hm? Eben nicht diese Repeater-Schaltung selber hatte, sondern man musste die mit so einem Stein, also mit so einem Block bauen, dann so eine Fackel ran und solche Geschichten, dann können diese Repeater bauen. Das war noch die richtig geile Minecraft-Zeit. Nicht mit diesen neumodischen Repeatern, die man noch einstellen kann. Ne? Gott, ey. So, wir sind jetzt erstmal wieder erschöpft. So, das heißt, jetzt werden wir mal craften. Wo haben wir es? Hier die Öfen. Craft them all. Thank you. Okay, viel war das jetzt nicht. Okay, wir sind zu weit weg und wir sind zu schwer. Wir sind zu schwer. Das ist ja wieder mein Ding hier. Drop it. Thank you. Hallo? Wo ist das hin, was ich haben wollte? Ach, da. Das können wir irgendwie nicht, wa? Doch. Was war das gerade? Keiner weiß es. So, was haben wir? Also, wir haben einmal das zu droppen. Wir haben diese blöden Öfen zu droppen. Wir haben Dirt zum Droppen. Das andere ist wertvoll. Wir können das hier nochmal droppen. Da braucht keiner. Jo, jetzt gehen wir erstmal verhütten. Verhütten wir mal. Das heißt, wir gehen mal hier ran. Access Inventory. Light the Fire. Dann
alle 22, alle 44 und alle 10. Hui. Da kommt doch echt schon mal was zusammen. Da kann man meckern, was man will. Das ist ganz gut so. Ja, am längsten dauert das jetzt mit den... Was ist das hier? Iron, okay. Das Iron dauert am längsten. Iron nehmen wir dann aber auch gleich wieder mit hoch. Iron ist ja aktuell das Metall der Stunde. Also aktuell noch, weil es noch das aktuelle Material ist, was ich benötige. Hier und da. Naja. So, komm mal hin. Weil viel mehr kann ich hier großartig rumschleppen, weil anscheinend sind diese Steine sau schwer. Da sieht man es. 10 wegen die. Da wiegt sogar 24. Oh Gott, ich hab Kristall. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Und so sammelt sich mit der Zeit ein paar Barren an. Ja, auf jeden Fall, Patrick. Auf jeden Fall. Das ist so. Da kann man machen, was man will. Die Frage ist, habe ich jetzt eigentlich mein Level abbekommen oder nicht bekommen? Na, noch nicht. Wir haben noch kein Level abbekommen. Ich könnte kotzen vor Freude. Echt super. Wir haben noch kein Level abbekommen. Naja, vielleicht kriegen wir es jetzt noch durchs Verhütten. Wenn nicht, dann muss ich noch 2, 3 Steine kloppen. Und daraus eben nochmal einen Müll produzieren und den droppen. Und dann können wir hoch. Dann sind wir endlich so weit, dass wir die Marmorböden machen können. Endlich. Ja. War ich eine halbe Ewigkeit gefühlt wieder unten bei Mining. Wollte ich eigentlich mal offscreen machen, Mining. Bin ich nur die Woche nicht zugekommen. Also dachte, okay, gehen wir runter, machen wir Mining. Tu das mal den Leuten nicht an. Naja, und jetzt seht ihr ja, was dabei passiert ist. Okay, wir hatten ein paar nette Gespräche. wenn ich dann hochkonzentriert bin, dann ist das natürlich mit den Gesprächen immer so eine Sache. Aber es gibt halt auch spannenderes Gameplay, würde ich behaupten. Außer jetzt jemandem beim Mining zuzuschauen. Außer es sei denn, man ist so extrem geil auf Mining und denkt sich so, ich meine selber so geil gerne und dann gucke ich gerne auch geil anderen auch beim Mining zu. Kann es natürlich auch geben, ne? So, 13 noch. Die wilde 13. 12 noch. Mitten auf die 12. 11. Noch eine glatte 10. 9. Dann haben wir nochmal 8. Jep 8, wie man so schön sagt. Dann haben wir die verflixte 7. Und jetzt kommt ein Klassiker Insider. Bertha hat keinen Sex. Ja, was man im Seniorenheim alles so lernt. 5, die Hälfte von 10. 4. Ja, 4 Wände braucht das Zimmer. Alle guten Dinge sind 3. Jetzt kommt ein Running Gag. Mit dem zweiten sieht man besser. Und auf zum ersten Platz. Sehr schön, gut. So, Put Out the Fire. Dann brauchen wir das Iron Ignored. So, wie voll sind wir? Oh Gott, ja. Wir müssen noch kurz ein bisschen Steine kloppen. Wir müssen. Das heißt, wir kloppen jetzt einfach mal Wild Stones. Wenn jetzt was anderes dazwischen kommt, dann haltet halt Pech gehabt. Das lassen wir dann erstmal liegen. Das nehmen wir dann andert mal mit. Weil jetzt braucht Papa Exos erstmal hier, ja, Material, um schnell den Müll zusammenzubauen und gib ihn eins. Allzu viel können wir da halt nicht immer kloppen, aber mal sehen, was wir hinkriegen, ne? Ja, müssen wir mal schauen, ne? Wie es so schön heißt, ne? Ja, den Marble nehme ich jetzt nicht mit. Das lasse ich jetzt einfach mal da. Auch das ganze andere Zeug da oben, ja, das sind wir auch erstmal da. Yo. Die letzten mühsamen EP.
So, wir craften es schon mal in der Zwischenzeit. Was craften wir mal? Einfach mal sowas hier. Thank you. Thank you, meine ich. Juhu, wir haben wieder was Lilanes gefunden. Obwohl, wir können auch das Lilane rausholen. Das bringt ja auch irgendwie XP. Oh Gott, das ist nochmal Eisen. Jetzt haben wir nochmal Eisen gefunden. Okay, jetzt lassen wir das Eisen da auch sogar mal liegen. Ja, das Eisen da liegen lassen. Der ist ja voll dekadent. Kaum hat er was anderes gefunden. Ja, der denkt, er ist was Besseres und nimmt das Eisen nicht mehr mit. Ja, so bin ich. Ich bin halt auch nur eine Mining-Hure. Ja, 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 so ist das manchmal im Leben, ne? So, pass mal auf. Das da. Das müsste doch XP bringen, ne? Ja, es bringt XP. Seht ihr, wie das leuchtet? Das ist alles cool. Oh ja. Ganz viel Redstone. Es ist kein Redstone, aber ich sag trotzdem Redstone. Danke. So, dann hat man hier das andere noch. Das müsste doch gleich für ein Level-Up reichen, Leute. Es kann auch nicht so schwer sein, hier ein Level-Up zu kriegen. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich unheimlich fertig. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Grütze. Das heißt hier Drop Item. Craften. Hier, bauen wir die blöden Prestels hier zusammen. Vielleicht geht da was. XP, XP, XP. Die letzten paar Gramm, das sind immer die schwierigsten. Kennt ihr auch, wa? Immer die letzten paar Gramm XP sind immer die Hölle. Oh Gott, jetzt kriegt doch noch diesen Müll hier rein. Ich wollte das eigentlich an. Okay, dann nehmen wir hier mal mit. Das ist scheißegal hier. Bevor ich hier noch ausflippe, ist doch schon wieder Eisen. Jetzt, wo ich kein Eisen mehr hole, das ist doch Gold, oder? Nee, das ist solche andere Kristalle wieder. Jetzt kriege ich Eisen, wo ich jetzt gar nicht mehr Eisen holen will. Das Spiel trollt einen aber hart. Das Spiel trollt einen enorm hart. Das will's wissen. Okay. Hol mal das nochmal mit. Ja, ich bin zu schwer, ich weiß. Was willst du da machen, Spiel? Hä? Jo, pass mal auf, wir müssen nochmal erstmal craften. Da. Hier, craft die mal. Ja. Kann echt nicht wahr sein. Das ist wie die Hölle gerade. It's a sunny day. Season weather forecast. 10 Grad. Hier ist 5 Grad. Hier, guck mal hier. Jetzt ist rainy. Achso, das ist jetzt komplett rainy gerade. Oben. Es hat wieder für ein Level-Up nicht gereicht. Ich könnte Föhn kriegen, ey. Drop-Item. Wir sind auch wieder nicht so schwer. Gut, kloppen wir nochmal. Weil es so schön war. Machen wir hier oben mal richtig fry. Wir haben Kohle gefunden. Wir haben Kohle gefunden. Wie geil, wir haben Kohle gefunden. Ja, die Kohle nehme ich dann aber auch mit hoch, oder? Das wäre ja blöd, wenn ich die nicht mit hochnehme. Auch wenn ich noch nicht ganz rausgefunden habe, wo wir die Kohle brauchen, aber wir werden sie irgendwo bestimmt brauchen. Ja, das ist ganz normal so. Irgendwas braucht man immer.
Oh, wir haben wieder hier so spezialfärbige Diamanten. Magic Stone. Er hat Magic Stone gefunden, der ist wertvoll. Level up. Okay, den nehmen wir noch mit. Und den dann nehmen wir auch nochmal mit. Okay, danke. So, das heißt, wir haben tatsächlich jetzt ein Level-Up bekommen, der geht nur noch mal in Health rein. Jetzt muss ich gleich mal überlegen. Pass mal auf, wir craften erstmal den letzten Müll weg. Weil den schleppe ich nicht mit hoch. Craft them all. So, haben wir hier irgendwelchen Müll da drin? Den will man nicht mit hochnehmen. Das nehmen wir alles mit hoch. Das ist alles ganz geil. Wie wir Berliner so sagen. Wir nehmen ja selten das Wort mit einem G, sondern wir einfach geil raus. Hä? Hast du eigentlich noch Urlaub? Ja, noch habe ich Urlaub. Bis Sonntag. Bis Sonntag habe ich noch Urlaub. Und dann ist leider wieder Man at Work, wie man so sagt. Hä? Geile Musikgruppe übrigens damals gewesen. Keine Ahnung, ob es jemand kennt. Man at Work. So, Essen läuft, das läuft. Warum ist meine Health eigentlich so weit unten? Was ist da passiert? Und da oben ist nochmal Zeug. Egal. Ich bin ein Glückspilz, ja, irgendwie manchmal schon. Bis der Urlaub vorbei ist, dann ist er wieder, ich sag's mal ganz auf Deutsch, scheiße. Ja, wie heißt das immer so schön? Ich monetarisiere ja nichts. Also fette YouTube-Kohle oder Twitch-Kohle gibt's nicht. Also muss ich arbeiten. Okay, ich habe sowieso nicht im Durchschnitt hier bei Twitch, sagen wir mal, 1200 Leute zu gucken und bei YouTube wird nicht jedes Video 15.000 Mal angeguckt, also von daher würde sich das eh nicht lohnen. Von daher lohnt sich das sowieso nicht, ey. Also richtig leben davon kann ich mir das nicht vorstellen. Hier, ach, hier ist das Ding da, Danank. So. Okay. Und wir gehen immer höher. Wir lernen das falsche Exo. Wir brauchen mehr Viewer und werden Full-Time-Streamer. Ja, ich glaube aber, dann müsste ich mir einen etwas anderen Sprachjargon angewöhnen. Dann müsste ich mir Assi-Talk machen oder sowas. Ich bin viel zu nett für sowas. Das ist das Problem. Also, ich sehe das ja auch selber, dass oft eher so die Assi-Talker und so weiter gerne zugeschaut werden. Und ich bin für den Mist einfach viel zu nett. Viel zu nett, viel zu lieb. Ja? Wie heißt das in einem schönen Lied von den Prinzen? Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Ja? Und das ist auch oft leider die Realität. Ja? Kann man machen, was man will. Ja? So, es ist hier draußen etwas wärmer. Es regnet eh. Das heißt, wir ziehen uns mal ein bisschen aus. Wir werden mal diesen niedlichen Hasenhut aufziehen. Irgendwie wird der jetzt nicht angezeigt. Anscheinend wird er nur angezeigt, wenn man was anhat, an Hut oder so. Müssen wir mal gucken. Kennst du XQC von Overwatch? Der schreit fast nur und hat 15.000 View meistens, ja. Das würde mir an die Stimmbänder gehen, ne? Ich weiß, dass ganz viele YouTuber und Twitcher extrem schreien, ne? Die sagen dann solche Dinge wie, willst du es wohl gesehen, das Foto hast du davor, nee, das soll doch von zu meiner Karte abversaut und so, der snipert ja nur rum und so. Das geht in einer Tour so. Ja? Das geht in einer Tour. Wieso? Tja, und die Leute schauen es gerne. Die schauen es gerne, wenn einer da 4 Stunden am Stück schreit. Ich fände es eher nur anstrengend, aber unterschiedlicher Geschmack halt, ja? Unterschiedlicher Geschmack. Und dann gibt es natürlich auch die Streamer oder die YouTuber, die sagen immer, ey, wenn du abonnierst und so weiter, ey, ich mache Giveaway. Hier 5 Euro Gutschein für Amazon. So. Jetzt mal realistisch berechnet. Wenn der, sagen wir mal, da steht ein Trike im Haus. Ja, ich weiß. Da steht da immer noch drin. Und ich weiß nicht, warum der da steht.
Ja, maximal erotisch. Ein Untamed. Ich weiß, dass der Untamed ist. Der ist da einfach reingegangen. Obwohl da schon die Wände gestanden haben und so. Ich weiß, verstehe das nicht. So, wir nehmen erstmal unser Equipment raus. Dann geht das andere Equipment da rein. Dann equippen wir uns erstmal. Ah ja, dann wird der Hasenhut tatsächlich angezeigt, wenn ich das Equipment dann habe. Dann Transfer All Item, halt Cancel. Warte mal. Diamanten, so ein Zeug. Das muss ich echt mal überlegen. Hier ist nochmal Marble. Das ist auch nochmal Marble. Ich weiß, dass ich jetzt überladen bin. Da erzählst du mir nichts Neues. Ja, warte mal, 1, 2, 3, 4 von der Sorte, die kriegen wir doch hier rein. Die haben wir da reingekriegt, den kriegen wir aber nicht mehr rein, nö, den kriegen wir nicht mehr rein. Den machen wir hier vorne hier einfach mit rein. Ich musste jetzt irgendwann sowieso alles komplett sortieren. Oder war jetzt doch reingekriegt? Haben wir den doch noch reingekriegt? Hier runter. Books are everywhere, ja. Ah, hier, da ist es. Okay, ich würde schon schreien vor Freude. Dann haben wir noch Coal. Die machen wir mal hier hin. Den hier können wir mal droppen. Brauchen wir nicht. Kill den Trike doch. Das Problem ist, ich habe nichts, wo ich mit den Instant killen kann irgendwie. Das heißt, der zerruppte, der gebaute da. Ich hoffe, dass ich, wenn ich offlock bin, also aus dem Spiel draußen bin und wieder reingehe, dass der nicht drinne ist. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, ne? Ansonsten weiß ich nicht weiter. Nein, was? Sag bloß, der bleibt dann drin, den kriegt ja mal einen Föhn. Der bleibt, hatte das auch. Schöner Mist aber auch. Vielleicht verhungert der da drinne. Vielleicht verhungert der da drinne. Wir hungern den aus. Ja, ich bin manchmal gemein. So, also, wir machen Engramme. Hab ja gesagt, wir gucken jetzt mal, was wir skillen können. Hier hatten wir Level 55, hier hatten wir ja nicht weiter gehabt. Da haben wir die Metallogierung. Und in der Metallogierung haben wir endlich das drin, was wir haben. Wilde Dinos verhauen wir nicht, aber du kannst Trikes passiv zähmen. Ich kann Trikes passiv zähmen? Tame den ist ein Passiv-Tame und baue den frei und pull den raus. Brauche ich den nur füttern oder was? Learn and Gram. Marble Wall, Learn and Gram und Learn and Gram. Einfache Beeren in die Null und füttern. Okay, also nun reines Fütter-Tame. Okay, gut zu wissen. Ab Level 30. Okay, passt auf. Dann machen wir erstmal das, damit wir den los sind. Also hier mal runter. Warte mal, wo lasse ich jetzt die Marbles? Marbles. Gott, hier ist halt so voll, ey. Hier, machen wir die Marbles erstmal hier hin. Damit ich weiß, oh, hier ist auch der andere Marble. Also von daher, ganz gut. So, dann besorgen wir uns mal den Trike. Wir brauchen natürlich erstmal Sträucher. Ich glaube, alle Pflanzenfresser im Pixar kann man passiv zähmen. Selbst Bronto. Was? Die gehen auch passiv. Ich flipp ja aus vor Freude. Also, es ist ja flippig aus. Das klingt ja sogar direkterweise. Das ist doch mal geil. Auch noch Level 1, wie ärgerlich. Okay. Der war Level 1, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Tatsächlich Level 1. Ja, das ist Level 1. Hab mir letztes ein Bronto geholt. Aha. Bronto. Oder sagt man Bronto? Pronto?